Die Klenkkorb hat schon bessere Tage gesehen. Mr. King zwingt die gefangenen Helden, die Zerstörungen, die durch den Monsterroller verursacht wurden, wieder aufzuräumen. Sieh dir nur an, was diese Helden mit unserem wunderschönen Hauptquartier gemacht haben. Ärgere dich nicht, Boss. Das Hauptquartier der Helden haben wir viel schlimmer zugerichtet. Ihr könnt alle meine Werkzeuge benutzen, um unsere Basis wieder aufzubauen. Da müssen wir wohl ganz von vorne anfangen. Ich kann euch beim Wegräumen der Trümmer helfen. Übersetzer! Doc sagt, wir brauchen ein Gefängnis für die Schurken, die wir mit dem Monsterroller eingefangen haben. Können wir nicht hier drin bleiben? Bitte! Das ist viel cooler als ein Gefängnis. Richtig gemütlich! Ich habe euch überall gesucht. Wer bist du denn? Ich bin Skateboy. Ich habe es geschafft, den Schurken zu entkommen. Also, wie ich sagte. Ich war in den Zellen der Klenkkorb gefangen, zusammen mit den anderen Helden. Nach eurem Angriff mit dem Monsterroller hat Mr. King uns gezwungen, alles wieder aufzuräumen. Als die Wachen einen Moment lang abgelenkt waren, habe ich mich in einem der Müllcontainer versteckt. Zwischen dem ganzen Geschenkpapier habe ich keinen entdeckt. Und schließlich gelangte ich durch die unterirdischen Gänge, über die Klenkkorb ihren Müll entsorgt, in die Freiheit. Hui, au, au, au. Ah. Unter der Klenkkorb sind unterirdische Gänge? Ja, sie führen zu einer Müllkippe. Warum fragst du? Weil Skateboy damit einen geheimen Zugang zur Klenkkorb entdeckt hat. Du willst doch nicht etwa durch diese Tunnels ins Gebäude eindringen und unsere Freunde befreien. Oh je. Ja, ja. Wir müssen alle Helden zusammenrufen, die noch auf freiem Fuß sind, und alle gemeinsam angreifen. Oh je. Jedem Gefangenen einen Minisender zu verpassen, war eine geniale Idee. Danke, Boss. Das war meine Idee, du Idiot. Ja, natürlich. Wessen sonst? Wie geht es mit dem Fury-Projekt voran? Ist es so weit fertig, dass wir die Helden gebührend empfangen können? Leider, Boss, braucht das Fury-Projekt noch ein bisschen Zeit. Zeit? Und was dann? Reg dich nicht auf. Ich habe die andere Sache vorbereitet, um die du mich gebeten hast. Ah ja, diese Sache. Gut. Ich denke, das geht auch. Und hier landet der ganze Müll von Professor K? Sieht so aus. Die Klenkkorb produziert ja jede Menge Müll. Gehen wir rein. Nettes Plätzchen. Der Gestank ist unerträglich. Nicht so schlimm wie in deinem Lieblingsrestaurant. Und jetzt? Ihr geht hier entlang. Ich muss in die andere Richtung. Warum? Ich habe noch etwas zu erledigen. Aber und die Rettungsaktion? Ihr werdet es später verstehen. Viel Glück. Auch für dich viel Glück, mein Freund. Das werde ich brauchen. Dieser Hangar müsste direkt zum Eingang führen. Warte, sind das nicht... Keine Bewegung! Stopp! Nicht so schnell! Habt ihr Sehnsucht nach euren Freunden? Ihr werdet bald wieder mit ihnen vereint sein. Im Gefängnis. Sie sind viel mehr als wir. Was sollen wir tun? Weglaufen? Ah! Ah! Ein Monsterroller der Schurken! Euer hat uns inspiriert. Helden, hier spricht Mr. King. Ich schlage vor, ihr ergebt euch. Ihr habt keine Chance gegen meine Schurken. Und gegen unser Fahrzeug erst recht nicht. Ich denke, hier endet alles. Aber mit den Helden würde auch jeder Widerstand enden. Mr. King, wir ergeben uns nicht! Umso besser, euch zu besiegen macht sowieso viel mehr Spaß. Schurken, greift an! Ja! 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 Ich nagel dich an den Boden! Träum weiter, du Drahthaini! Au!
Je mehr es stinkt, umso besser wirkt es. Diese Schurken haben mich frittiert. Die Übermacht ist zu groß. Zeigt ihnen, wo der Hammer hängt. Es gibt nichts, was ich tun kann. Ergebt euch. Das ist das Ende der Helden. Was war das? Ich weiß nicht. Ich kann nicht sehen. Aber ist das nicht... Pikachu! Habe ich da etwas vom Ende der Helden gehört? Ich glaube, da liegt ihr falsch. Das hier ist das Ende der Schurken!